Hallo Leute, 2020 rollen NATO-Panzer durch unser Land von Februar bis Mai. Das Ganze heißt Defender 2020 und es ist das größte NATO-Manöver seit Ende des Kalten Krieges. Was ist der Hintergrund? Die NATO probt den Aufmarsch gen Osten und dabei werden in großen Mengen Personal und Material über unsere Straßen und über unsere Schienenwege in Richtung der NATO-Ostgrenze, also bis nach Polen und ins Baltikum transportiert. Deutschland spielt hier eine zentrale Rolle. Sehr viel wird über die deutschen Seehäfen, Hamburg, Bremerhaven, aber auch über die Binnenhäfen Duisburg und Krefeld transportiert werden. Die Zuglinien werden dadurch beeinträchtigt werden. Wir können davon ausgehen, weil ja auch inzwischen beschlossen worden ist, dass Militärtransporte auf den Schienen Vorrang haben, dass die Bahn immer noch später und immer noch weniger zuverlässig wird, als sie das jetzt ohnehin schon ist. Das Ganze kostet ein wahnsinniges Geld. Es ist eine Belastung für unsere Infrastruktur, für die Brücken, für die Straßen, für die Schienen. Es ist eine Belastung für die Menschen. Es erhöht das Risiko von Verkehrsunfällen natürlich, wenn da so viele Panzer unterwegs sind. Und es ist eine Druckkulisse gegenüber Russland, das wir in der jetzigen Situation überhaupt nicht brauchen können. Ich sage, wir brauchen Entspannung mit Russland. Dafür ist ein solches Manöver das falsche Zeichen. Wir müssen Friedensaktivitäten machen und nicht Militäraktivitäten. Und deswegen bereiten wir uns darauf vor, dass wir Defender 2020 entschlossen überall da entgegentreten, wo es uns begegnet. Wir haben dazu eine Facebook-Seite eingerichtet, die heißt Stoppt Defender 2020. Da findet ihr jeweils aktuelle neue Informationen, da könnt ihr diskutieren, könnt auch selber Informationen einstellen. Macht mit, beteiligt euch, Stoppt Defender 2020.